So Leute, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute werden wir das machen, was ich auf Instagram schon ja bekannt gegeben habe. Ihr hattet die Chance, du hattest die Chance, vorausgesetzt, du folgst auf Instagram. Wenn du es noch nicht machst, jetzt einfach unter Bastian Hoch folgen. Ihr hattet die Möglichkeit, mir ja Print-on-Demand-Shops oder generell Online-Shops von euch zu schicken. Und ich werde jetzt wieder eine ganze Reihe von Shop-Reviews machen. Das heißt, das wird eine davon sein. Das heißt, das ist wirklich reiner Mehrwert für dich, damit du im Endeffekt siehst, was man bei einem Online-Shop alles falsch machen kann. Beziehungsweise auf der anderen Seite das große Learning, was du alles besser machen kannst. Denn es geht im Endeffekt nicht darum, mit dem Online-Shop irgendwie, keine Ahnung, 3.000 oder 5.000 Euro Umsatz im Monat zu machen. Sondern es geht darum, 10, 30, 50, 80, 100 oder mehr als 100.000 Euro Umsatz zu machen. Das heißt im Endeffekt einfach das, was unsere Kunden machen. Jo, und von daher würde ich sagen, zwei kleine Disclaimer. Wenn du dir das Video anschaust, dann weißt du im Endeffekt, du möchtest finanziell frei sein, du möchtest unabhängig sein, sehr wahrscheinlich mit dem eigenen Online-Shop. Sonst würdest du dir das Ganze nicht angucken. Deswegen hier, bevor ich es am Ende vergesse, du findest unterhalb des Videos den Zugang zu unserer Masterclass. Wichtig, die Masterclass ist nicht irgendein 0815 Online-Kurs, es ist ein persönliches Mentoring, wo ich mit unseren Leuten persönlich zusammenarbeite und wir gemeinsam diese Shops aufbauen. Ja, deswegen auch nicht wundern, wenn du auf Instagram folgst, wenn du die Live-Ergebnisse unserer Teilnehmer siehst und da häufig 30, 50, 80.000 Euro im Monat siehst, das ist irgendwann ganz normal, wenn du mit uns zusammenarbeitest. So, aber ja, ach ja genau, noch ein kleiner Hinweis, wenn du in Zukunft mehr von solchen Videos sehen möchtest, bedeutet, wie werde ich finanziell frei, unabhängig Geld verdienen, Online-Geld verdienen und so weiter und so fort, ein Like hinterlassen, ja, den Like-Button drücken, weil dann weiß der YouTube-Algorithmus automatisch, du möchtest mehr von solchen Videos sehen und du wirst noch mehr und noch besseren und immer noch besser werdenden Input von YouTube ausgespuckt bekommen. So, dann würde ich sagen, springen wir einfach mal in unseren Shop rein. So, das ist einer der Shops, die ich zugeschickt bekommen habe. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht vorbereitet. Ich gehe jetzt im Endeffekt ganz normal rein, wie du das auch machen würdest. Ja, was ist das Erste, was uns auffällt? Hier oben ist einfach mal weiß, Abstand ohne Ende. Das heißt, wahrscheinlich wurde die Größe von diesem Hintergrundbild hier nicht richtig angepasst. Also das ist ein absolutes No-Go. Wenn ich einmal, es mag mobil anders aussehen, aber wenn ich jetzt hier mit meinem Laptop auf diese Produktseite komme, bin ich direkt draußen, weil ich ganz genau sehe, da steckt keine Brand dahinter, da steckt kein Unternehmen dahinter, da steckt irgendjemand dahinter, der höchst unprofessionell ist, würde ich niemals meine Kreditkarte zücken, nur wenn ich das ja sehe. Also das würde schon komplett ausreichen. So, aber nichtsdestotrotz, wir wollen erstmal weiter gucken. Nächster Punkt auch, es macht gar keinen Sinn, hier oben drin in der Zeile drei Sachen zu haben. Hier habe ich einmal einen Rabattcode, dann habe ich kostenlosen Versand, deutsches Startup. Ist ja alles an sich nicht verkehrt, aber es ist einfach komplett überladen. Also macht gar keinen Sinn, sollte man sich auf eine Sache im Endeffekt fokussieren, und zwar die, die man am meisten hervorheben möchte. Also geht es ja darum, dass die Leute mehr einkaufen, kostenloser Versand, oder geht es ja darum, dass du eine Aktion hast, wie hier scheinbar, dass jemand den Rabattcode verwenden soll. Da musst du immer wissen, worauf ist mein Fokus. So, Xmas Sale Week. WeK 11 für 11%. Auch da, Beispiel, ich komme rauf über eine Werbeanzeige, ich kenne dich nicht. Okay, es gibt den WeK 11 für 11%. Oder soll das der Rabattcode sein? Was soll das sein? Also damit kann ich nichts anfangen, wenn ich dich gar nicht kenne. Würde ich also auch komplett ändern. Auch das hat hier im Endeffekt nichts zu suchen. Also es ist nicht unbedingt komplett falsch, aber warum? Dadurch, dass du solche Fehler hier drin hast, wie hier oben, bin ich mir sicher, dass das hier alles komplett erfunden und erlogen ist. Du warst sehr wahrscheinlich nicht bei TAF, du warst auch nicht in der Freundin, du warst auch nicht in Women's Health, du warst auch nicht in Frau im Leben und was du hier noch alles reinhaust. Das heißt, auch hier warst du auch definitiv nicht in Galileo, nicht mal die Sachen sind hier auf einer Linie. Also wie gesagt, ich nehme den Shop hier gerne auseinander, du hast mir den ja geschickt, aber das ist absolute Verarsche, was du hier machst mit diesem Shop. Du brauchst hier keine Sachen reinstellen, die gar nicht stimmen. Vor allem nachdem du das hier oben hast. Geht halt einfach überhaupt nicht. So, dann schauen wir weiter. Was für Produkte verkaufst du? Okay, er sieht nach einem klassischen 0815 China-Shop im Endeffekt aus. Das heißt hier, was ist das? Porenova, also scheinbar irgendwas, was gut für die Poren ist. Beautylift, kann ich mir noch nichts drunter vorstellen, können wir gleich mal reinklicken. Machen wir das hier mal nebenbei auf. So, was ist das hier? Easy Spliss. Okay, wahrscheinlich was Haarprodukt für Frauen. White Stripe, was ist das? Steht irgendwas mit Nose? Okay,
Okay, gucken wir uns auch noch an. Ja, wir lassen unsere Kunden sprechen. Das ist hundertprozentig dann genauso gelogen wie oben. Und selbst wenn man das aber machen würde, die Schrift ist zu klein, es ist wieder nicht einheitlich, es ist nicht auf einer Höhe. Ja, auch das hier unten, ne? Schrift ist wieder viel zu klein, man sieht das Ganze gar nicht. Wachssticks. Das soll zur Verknappung sorgen. Man sieht es aber kaum, es fällt nicht auf. Passt also auch überhaupt gar nicht. Also ist ja auch gar kein Problem, ne? Diese Videos, diese Feedbacks sind genau dafür da, damit ihr mitbekommt, was man im Endeffekt nicht machen darf. Aber in dem Shop ist, glaube ich, alles vertreten, was man auf gar keinen Fall machen darf. Und auch hier, wir gehen jetzt mal in das eine hier rein, Beautylift. Beautylift Gesichtsmodellierungsmassagegerätchen. Ja, was sagt uns das? Erstens mal ein, ja, 0815 Produkt, was im Endeffekt 100.000 andere neben dir auch verkaufen. Du hast kein Branding, du hast keinen USP, du hast nichts, was dich besonders macht. Du hast nichts, womit du dich abheben kannst. Das Bild finde ich sogar auch relativ schlecht, um ehrlich zu sein. Du siehst, ich muss mich hinzoomen, es ist viel zu klein, es ist viel zu weit weg. Ich erkenne vom Bild, wenn ich jetzt den Text nicht gleich lese, kenne ich eigentlich gar nicht, was das eigentlich ist. Ich vermute, das ist irgendwo billig runtergeladen, AliExpress oder ähnliches. Das heißt, funktioniert gar nicht. So, von Beauty-Ärzten empfohlen. Ja, ich vermute, das ist es definitiv nicht. Dann sind das hier halt wieder jede Menge gefälschte Kundenbewertungen. Das heißt, hier auch wieder, du verwendest Bilder, die du wahrscheinlich gar nicht verwenden darfst. Ich, wie gesagt, nur meine Vermutung. Ich kenne die Käufer nicht, aber vermute, dass das auch alles fake ist. Genauso wie vorne Galileo und so weiter. Die ganze Seite sieht ultra unprofessionell aus. Sie ist null clean. Die ganzen Schriftarten passen nicht, die Größen passen nicht. Also auch die Farbkombination passt nicht. Also sieht halt super unseriös aus. Ich würde nie im Leben und wahrscheinlich auch jeder, den ich kenne, hier in diesem Shop einkaufen. Oh nee. Oh nee. Kann man hier draufklicken? Meine Freundin war wegen ihres Gesichts immer unsicher. Also habe ich ihr diesen. Okay, hier auch ultra schlecht. Ich klicke drauf und es bleibt schwarz. Dann kommt wieder irgendwann was. Man hört nur Stimmen. Junge. Okay, das gehört vielleicht zu dem Produkt dazu. Ja, sieht aus wie irgendwo runtergeladen. Was soll ich dazu sagen? Also ich glaube, man kann das bei diesem Shop relativ kurz machen. Und was auch noch mit dazu kommt, halt, das schauen wir uns noch an, die White Stripes. Was ist das hier? Mitesserentferner. Hier nicht mal Creme richtig geschrieben. Ja, also ich glaube, da braucht man nicht mehr viel weitermachen. Abgesehen neben den absoluten Basics wie Rechtschreibfehlern, Grammatik, normaler deutscher Sprache, Produkte aus China wahrscheinlich, die 100.000 andere neben dir auch haben. Du hast also gar kein USP, nichts, was dich besonders macht, nichts, worauf du eine Brand entwickeln kannst. Jetzt guck mal doch zum Spaß mal noch rein, ob du irgendwo deine Lieferzeit angegeben hast. Ach, hier, da schaue ich noch rein. Perfekt, Lieferzeit. Gründliche Sicherheitskontrolle. Das Produkt, bla bla bla. Aus diesem Grund bitten wir dich um ca. 4 bis 7 Tage Geduld. Okay, das vermute ich ganz stark, dass das nicht 4 bis 7 Tage dauert, sondern deutlich, deutlich länger. Aber ja, das seid ihr mal geglaubt. Ich glaube, wie gesagt, eine viel längere Lieferzeit, aber was noch viel, viel schlimmer ist, neben den Produkten, neben der Lieferzeit, vermutlich hast du auch keine Zertifikate, weil du auch die ganzen anderen Sachen auf der Startseite erfunden und erlogen hast. Und wenn du diese Zertifikate nicht hast und irgendjemand passiert was, ja, dann bist du schnell mal mit 100.000 Euro plus im Schadensersatz mit dabei. Und dann Thema Shop an sich, dafür ist die Shop-Review eigentlich da. Ich weiß nicht, ob du jemals bei irgendjemand E-Commerce gelernt hast, ich vermute nicht. Weil das sieht aus wie, ich habe mir ein kostenloses Shopify-Tutorial geholt, habe einfach irgendwas eingestellt. Denn es passen ja nicht mal die leichtesten Sachen wirklich hier auf der Startseite von vorhin, wenn man das hier nochmal sieht. Also ist gar nicht böse gemeint, melde dich gerne bei uns, wenn du E-Commerce richtig lernen möchtest. Da passt nichts. Der Shop passt nicht, das Branding passt nicht, der Produktseitenaufbau passt nicht, die Schriftarten passen nicht, die Produktbilder passen nicht, die Produkte passen nicht. Also es passt tatsächlich gar nichts. Ja, für jeden, der mir zugesehen hat, war es aber wahrscheinlich trotzdem relativ intuitiv,
Denn in so einem Shop möchte man nicht einkaufen, da ist null Vertrauen dabei, null. Also ist eher schon erschreckend und das sage ich jetzt nicht, um dir irgendwie eins reinzuwirken, sondern ich biete Hilfe an, also melde dich gerne bei uns. Für alle, die zugeguckt haben, sowas bitte niemals machen. Ja, wie ihr merkt, ich habe mich auch nicht vorbereitet. Das ist ein Shop, den ich mit aufgenommen habe in unsere Kunden, in unsere Online-Shop-Review-Reihe. Und wenn du es aber richtig lernen möchtest, ja, das heißt eine richtige Brand aufbauen, ich sage immer, stell dir Adidas vor, stell dir Nike vor, stell dir Zalando vor. Wir können da einfach jetzt kurz zum Spaß nochmal hier in so einen Shop reingehen. Wir gehen jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob es Nike.com oder Nike.de ist, rein, einfach zum Vergleich. So, das ist doch wie zu Hause ankommen. So, da guckst du rein in den Shop, du fühlst dich wohl, perfekte Produktbilder, eine perfekte Schrift in der perfekten Größe, mit einem perfekten Branding, mit den perfekten Farben. Jetzt lädt sich es gerade nochmal neu, aus welchem Grund auch immer. Das macht Spaß, das ist eine Brand, das ist das, wie wir unsere Shops eben auch aufbauen. Und nach solchen Vorbildern muss man das Ganze machen. Ja, und nicht, ich will in den anderen Shop gar nicht nochmal reingehen. Und wenn du das auf diesem Level lernen möchtest, wie auch unsere Kunden, ja, egal ob du sagst, mein Ziel ist es, 30.000 Euro Umsatz im Monat zu machen oder nur 10 oder über 100.000 Euro. Wir haben alle Kunden mit dabei, die sowas in diesem Bereich machen, also eine ganz, ganz breite Range. Da hat sich noch keiner davon erschrocken. Und wenn du finanziell frei sein möchtest, ein zweites Standbein, wie auch immer du das nennen möchtest, dann nutze ja gerne den Link unterhalb des Videos. Dort kannst du dich für ein persönliches Beratungsgespräch für die Masterclass eintragen. Ist eben nicht irgendein 0815 Online-Kurs, sondern wirklich ein persönliches Mentoring. Da lernen wir uns erstmal kennen und wenn alles passt, dann geben wir gemeinsam Gas und bauen das Ganze für dich 1:1 genauso auf, wie für unsere anderen Kunden auch. In diesem Sinne, ich freue mich, dich kennenzulernen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.